Na, man merkt schon, dass das eher ein Remaster halt ist, weil grafisch sieht zwar tausendmal besser aus als auf der PSP, aber man sieht doch so ein paar kleine Schwachpunkte. ずいぶんイラついてんのな当たり前だろ訓練ばっかりで現場はなし俺干されたのかって話だ最近忙しいんだろみんな留守だもんなえ留守ってお前知らないのか Ja, und da sitzt immer in der Zukunft rum. ソルジャーの大量脱走事件Ich spiele morgen doch schon das Final Fantasy 16. やった！ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが。ソルジャークラスファーストジェネシス一月前ウータイでの作戦行動中に行方不明となった何か知っているかな全然うん我々の作戦は中断したままだ君に行ってもらうことにするってウータイああこの長すぎた戦争を終わらせるお前をファーストに推薦しておいた。アンジール大好きだアンジールばっか俺に恥をかかせるなよ。準備が整い次第、すぐに出発だ。ウータイに到着。Naja, mein PC könnte morgen da sein, ne?Wenn ich Glück habe, vielleicht sogar heute, aber daran glaube ich nicht. Das wurde ja heute erst verschickt. Aber wer weiß, wie lange arbeiten DHL-Leute denn? Die Operation beginnt unmittelbar nach unserer Ankunft in Mutai. Sento ja Nimmu ni kanshite wakaranai koto ga areba. Oh, die Synchro, sie synchronisieren das ja. Ja, dann wird's heute nichts mehr. Ich glaube nicht, dass sie in einer Stunde jetzt noch... Es gab keinen Fortschritt in letzter Zeit. Das letzte, was ich hier sehe... 13.45 Uhr, Sendung wurde für Weitertransport vorbereitet. Und wo waren das? Obertshausen. Jo, Sachse. Kumsel! まず何はなくとも戦闘だよなトレーニングで分かっているとは思うけど基本的なことをまとめてメールしておいた
Ich bin mir ziemlich sicher, die bringen dieses Remaster nicht ohne Grund, ne? Wir müssen hier auf alles achten. Und in Rebirth müssen wir dann genau schauen, ob irgendwelche Elemente da noch wieder eingeflossen sind. Es gab ja schon ein Element, was ich eigentlich auch schon wieder vergessen habe, ne? Also wir werden hiernach übrigens auch wieder das Remake spielen, ne? Und ich glaube, das Jahr fangen wir dann auch noch Final Fantasy 15 an. Da werde ich auch japanische Synchro nehmen, weil ich glaube, die meisten mögen die Deutsche nicht. Ich habe es mal auf Deutsch gespielt. Die war eigentlich ganz okay. Und ich denke mal, wir werden immer, wenn wir ein Final Fantasy durchhaben, das nächste anfangen. Vielleicht suche ich mir noch einen Tag aus, wann wir es dann spielen. Vielleicht nehmen wir dafür den Fantasy Monday, der ja momentan für Xenoblade herhalten muss. Im Laufe deines Abenteuers erhältst du von verschiedenen Charakteren Mails. Im Hauptmenü kannst du unter Mails deinen Posteingang aufrufen. Wenn du ungelesene Nachrichten hast, gelangst du außerhalb von Kämpfen mit R1 direkt zu deinem Posteingang. Rufe deinen Posteingang regelmäßig auf, neue Mails. Prüfe deinen Posteingang regelmäßig auf neue Mails. Über das Untermenü Mails kannst du außerdem Tutorials und nützliche Tipps einsehen. Du kannst dir während eines Kampfs Tutorials ansehen, indem du das Spiel pausierst. Morgen ist ja Mittwoch, da ist normalerweise Saints Row dran und wir werden auch diesmal dann Saints Row spielen, weil sonst kommen wir mit Saints Row nicht weiter, ne? Ich hatte ja ein Voting gemacht, was wir danach spielen. Und wir haben noch Saints Row 4 vor uns, also müsste ich da mal langsam... Ich wollte doch noch die Mails checken, genau. Muss mal kurz die Mails checken. Erstmal die Tutorial-Dinger. Ich hoffe übrigens, dass noch eine Final Fantasy 16 Demo kommt, ne? Ich kann die Cam doch wieder anmachen. Kaufen! Ich kaufe nochmal 6 Heiltränke. Immer so ein bisschen so ein Ritual, mal Heiltränke und Äther und so zu kaufen. Das ganze Geld schon mal verprassen. Genau, verprasseln wir das ganze Geld für Heilung und so. Ich werde das Spiel natürlich auch auf Platin versuchen, ne? Ist klar. Also, ich denke mal, es wird hart. Es wird sehr hart. Ich weiß, was auf uns zukommt, es wird sowas von hart. Aber auf der PSP hat man nicht so die Lust und Laune, wirklich alles aus dem Spiel rauszuholen, weil manche Sachen sind ziemlich schwer. Hat man hier eine Kapitelauswahl? Ich glaube nicht. So, jetzt habe ich gelesen. Ja, habe ich. Doyo. Ma, ichido ja oboerarenai to omou kedo. Sonna koto nai te. Ich glaube, das war damals nicht vertont, oder? Ich könnte mich auch irren. Soreto, sakki no training de tsukatta materia wa kaishuu sasete moratta.
強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。あと、ミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを、俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるには、まずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。Ich glaube, im nächsten Remake wird es auch überwiegend um Zack gehen. Deswegen ist meine Vermutung auch, dass das bis zu einer gewissen Stelle geht. Aber ich will halt da auch nicht zu viel verraten, ne? Also für mich wäre das nur der logische Cut. So viel kann ich sagen. Oben auf dem Bildschirm zeigt ein Kompass die Richtung deines aktuellen Ziels an. Ich hasse Kompass. Nutze ihn regelmäßig, um Zack an sein Ziel zu führen. Mit Viereck kannst du die Karte aufrufen, um dein aktuelles Missions- und Reiseziel zu sehen. Bei uns ist es ja noch nicht mal so lange her, dass ich das gespielt habe, ne? Auf der PSP. Das haben wir sogar zusammengespielt. Das war nämlich gleich nachdem ich das Remake gespielt habe. せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ. Eine Probe ist schon zum Warmwerden? Ja. そうだね。行ってみるか. セーブポイントはあっちだ. 戦いや何かで不安なことがあれば Tutorial メールで確認するといい. Deinen Fortschritt kannst du an Speicherpunkten im Spiel speichern. An Speicherpunkten werden die TP, FP und MP vollständig regeneriert. Zudem kannst du Missionen nur an Speicherpunkten beginnen. Je nach Fortschritt speichert dein Spiel womöglich automatisch, wenn das Symbol speichert, erscheint ein Symbol. So. Du kannst Missionen antreten, indem du einen Speicherpunkt aussuchst und über das Hauptmenü Missionen auswählst. Bei Abschluss einer Mission erhältst du Belohnungen wie besondere Materia und Accessoires und schaltest möglicherweise neue Missionen frei. Verfügbare Missionen kannst du jederzeit beginnen. Sie bieten sich an, wenn du Stufen aufsteigen oder deine Fähigkeit im Kampf verbessern möchtest. Stufen der Limitleiste. Die Limitleiste hat 5 Stufen. Je höher die Stufe, desto größer die Chance auf einen Limitimpuls. Der Status der Limitleiste ändert sich, wenn du etwas an etwa einen Limitrausch auslöst oder bestimmte Angriffe erleidest. Normal hoch, orbital Stella. Ach ja, niedrig gibt's auch noch. Fähigkeiten wie Wirbelattacke werden effektiver, wenn sie nach dem Kommando Angriff eingesetzt werden. Je mehr aufeinanderfolgende Angriffe vor der Fertigkeit eingesetzt werden, desto stärker wird sie. Behalte diese Info im Hinterkopf, wenn du Fähigkeiten benutzt. Attack!
Boah, diesen Sound werden wir das ganze Jahr hören, ne? Das habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall. Ich weiß, wir haben sehr viele Spiele, aber einen Tag suche ich mir raus für Final Fantasy. Und dann spielen wir da auch so alte Sachen wie Final Fantasy 1. Ey, hier haben wir einen neuen PC dann, ne? Also, wir haben zwar nicht die beste Grafikkarte dann. Aber es reicht für die alten Spieler, die ich auf dem PC habe. Und wenn mir die Grafikkarte doch irgendwann nicht ausreicht, ne? Ich kann mir immer noch eine neue holen. So habe ich das nämlich gedacht. Aber Grafikkarte kostet meistens schon so viel wie eine neue Konsole. ポットの説明がまだだよな。この中には何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。会社が用意してくれてる。ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前にチェックした方がいい。さて、今日は何が入ってるかな？ Naja, wird nicht großartiges was drin sein. Bronzereife, geht so. Yoshi, 出撃の準備が整ったみたいだな. Saigoni, mail nitsuite oshietoku yo. Ima, omae no keitai tanmatsu ni mail o okutta. Lazard toukatsu no arigatai ohanashi ya niusu nanka ga haishin sareru kara. Komame ni chekku shita hougai. Soreni, nakayoku natta yatsu kara mo mail ga kuru kamoshirenai. よし。女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。ま、大体そんなとこだ。そろそろ出発の時間だな。アンジェルと一緒なんだろ?頑張ってこいよ。ああ、いろいろありがとうな。 Zack kann sich mit bis zu 6 Materia und 4 Accessoires ausrüsten. Die Obergrenze für Materia oder Accessoires steigen im Laufe des Abenteuers und durch das Abschließen von Missionen. Du kannst deine Ausrüstung unter Ausrüstung im Hauptmenü verwalten. Die Zuweisung vom Kampfkommandos hängt davon ab, in welchem Slot du deine Materia platzierst. Überlege also sorgfältig, welche Zuteilung am besten für dich geeignet ist. Du kannst bis zu 5 Ausrüstungssets zusammenstellen. Im Hauptmenü kannst du unter Einkaufen jederzeit Gegenstände kaufen. Läden werden verfügbar, nachdem du ihre Adresse als Missionsbelohnung oder auf anderem Wege erhalten hast. Oh, da gibt's doch richtig coole Sachen, ne? Wenn du dich mit Materie ausrüstest, kannst du verschiedene Zauber und Fertigkeiten verwenden oder positive Effekte wie erhöhte TP erzielen. Einige Materia besitzen Parameter, zum Beispiel Mag plus 3. Achte stets darauf, dich mit Materia auszurüsten, die die höchsten Werte besitzen. Einige Materia werden nach einem Stufenanstieg effektiver oder erhalten erhöhte Parameter. Die Stufe wird durch die Anzahl der Sternsymbole angegeben. Ja, das wird auch noch richtig cool. Bereite dein Gegner dir Probleme, solltest du dir überlegen, ob es sinnvoll wäre, dich mit einer anderen Kombination an Materie auszurüsten. Die ungefähre Stärke einer Materie wird durch die unter dem Symbol platzierte Zahl angegeben. Das mit der Zahl ist mir aber neu, muss ich sagen. Wir haben nur diese 4, aber die sind eigentlich ganz gut. Aber warte mal, Vita. Auf Kreis.
Ja, ich denke mal schon, ja. Normalerweise habe ich es immer auf X, aber... Wir haben ja jetzt Wirbelattacke auf X und ich habe mir das gemerkt schon. Ja, Mails. Hi Zack, Kunzel hier. Da du jetzt also deinen Mail-Account nutzen kannst, werde ich dich von nun an mit nützlichen Infos versorgen. Hab meine Ohren überall und werde meine Weisheit mit dir teilen. Nichts für ungut, Mann. So bin ich nun mal. Ein Träumer wie du kriegt doch eh nichts mit. Midgar ist eine Stadt, die in 300 Metern Höhe über dem Boden schwebt und mit Zügen oder über Schnellstraßen zu erreichen ist. Es gibt insgesamt 8 Makoreaktoren, die die Stadt mit Energie versorgen. Die Reaktoren sind durchnummeriert, beginnend mit Ordnungsnummer 1 im Norden. Die Bauarbeiten gehen planmäßig voran. Nur das Shinra-Gebäude und Sektor 4 warten noch auf die Fertigstellung. Die Innenräume der Zentrale in Sektor 0 sind bereits fertig und auch die Außenarbeiten sollen in 2 Jahren abgeschlossen sein. Mit dem Ende der restlichen Stadtbaumaßnahmen ist in 7 Jahren zu rechnen. Reeve Twersty, Leiter der Abteilung für Stadtplanung. Was ich mir ja wünschen würde, wäre so ein Spin-off, wo man komplett Midgar preisen kann oder so. Was natürlich vor den Ereignissen vom Remake, also von FF7 halt stattfinden, oder währenddessen. Oder dass man halt im Remake wieder zurückkommen kann, im neuen, und dann wirklich alles mal bereisen kann. Ich will einfach mal ganz Midgar sehen. Ich will nicht immer nur die gleichen Areale sehen. Angel wartet schon auf mich. Habe ich eigentlich eine neue Mission? Nö, ne? Ah, ah. Da müssen wir 100% haben für Platin. Das weiß ich jetzt schon, aber auch egal, hier in die Trophäen zu gucken, ne? Sind wir bereit, nach Wutai aufzubrechen?